Wohin so eilig? Boah, Libanon sitzt mir noch im Nacken. Komm, du Libanon! Wir holen jetzt als erstes den Manfred ab, dann gehen wir einkaufen. Mhm. Es wird was Leichtes gekocht. Beim Friseur vorbeischauen, den Inkasso Mika abholen und dann eine Runde pumpen. Manfred, wie weit bist du? Gefällt. Okay, 2-3 Minuten bin ich da, ne? Alles klar, ciao. Haben sich eine Essensreste versteckt? Damit poliere ich meine Zähne. Bringt das was? 100%. Das ist die beste Zahnpflege, die es gibt, ne? Kannst du nachgucken. Na? Moin, moin, moin! Schönen guten Morgen. Jemand hat mir gesagt, die Zähne fehlen. Nee, ein Zahn. Hat ein bisschen wehgetan, ne? Und da musste ich hinziehen. So lange hatte ich Milchzähne. Wir holen gleich so einen Tic-Tac-Money und dann schieben wir den zwischen der Zahnlücke da rein. Aber. Ist das nicht so schlimm? Und ey, vor allen Dingen sind nur 2 Kalorien. Da können wir gut vertragen. Hey! Mensch, du! Manni, das wäre jetzt. Ich sag dir nichts mehr. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht können wir die Szene von letztem Mal reinschneiden. Wir hatten uns vor ein paar Wochen hier richtig in die Köpfe. Haben wir auf Kamera gehabt, haben wir nicht veröffentlicht. Brauchen wir nicht. Warum nicht? Ja, jetzt schaut euch das mal an. Komm, Manni. Ich bin noch bekloppt unterwegs. Ohne Scheiß. Du hast die Balkon mitgefahren. Ja, fast, aber nicht ganz, oder? Und dann auch nicht mal einsehen. Ja, aber fast, und was interessiert dich das denn? Nee, da kann ich sowas nicht. Guck mal, Manfred, guck mal, ganz kurz. Das ist gerade unser Bier. Ich hab dir das gestern schon mal gesagt. Guck mal, oder vorgestern. Wenn wir... Du scheinst enttäuscht? Kein Brokkoli hier. Ich hätte den gerne hier gekauft. Ich kaufe lieber immer mein Gemüse in solche Läden hier. Was ist denn da für Blumenstrauß? Kann man nicht rauchen, soll man essen. Leute, sure. Das ist der geilste Quark. Sure, der ist krank. Würdest du das glauben? Wenn der Waller sagt, auf jeden Fall. Manni, brauchst du nichts? Nein. Sag mal. Der sieht super aus, Manfred. Der sieht super aus. Ich bin normalerweise kein Fan von sowas. Ich freunde mich damit immer mehr und mehr an. Jetzt, guck mal, jetzt finden wir gleich die Tomaten nicht. Dann ist wieder Schwanz auf Nacken. Und bald haben wir noch die ChatGPT, künstliche Intelligenz und so. Dann brauchen wir gar keine Menschen mehr. Was sagst du zu künstlicher Intelligenz? Müll. Die wird uns richtig auseinandernehmen. Ey, warum so pessimistisch? Diebstahl. Alle kennen, ne? Schlaflos in Seattle, ne? Ich kenne jetzt zahnlos in Gladbeck. Fangen wir direkt mit dem Frühstück an. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Haferflocken, Eier, Banane. Und das ist unser Topping. Da freue ich mich drauf. Und damit beginne ich jetzt direkt als erstes. Dann können wir frühstücken. Der Manni, der zahnlose Tiger heute, hat schon richtig Hunger. Und dann geht es gleich auch schon los direkt zum Meal Prep. Ich habe dafür Reis, Hähnchenbrust, Brokkoli, rote Spitzpaprika und die Peanut Butter von ESN. Wird daraus so ein schönes Reis-Hähnchen-Erdnuss-Curry machen. Schmeckt warm, schmeckt kalt. Und kannst du überall genießen. Also wirklich, Mandelkokos, das duftet so lecker. Und Designer Wave finde ich persönlich super. Nicht nur wegen dem Geschmack, das kannst du auch wirklich zum Kochen und Backen verwenden. Das ist jetzt die große Kunst. Nicht nervös werden, okay? Das ist spannend, ist alles gut. Schau, nicht nervös werden jetzt, okay? Nein, nein, alles gut, Jungs. Ich war 6 Jahre im Knast. Guck mal, hat angeklebt. Fuck. Eieiei. Krieg ich nicht schön hin, Jungs. Ja, müssen wir Kaiserschwarm essen, Manni. Ich schwör, die musst du probieren. Schmeckst nicht, dass das so ein Proteinzeug ist. Ehrlich jetzt. Was ist das jetzt geworden? Kaiserschwarm. Ist auch akzeptabel, ne? Ist auch akzeptabel. Wichtig ist, er muss schmecken und das tut es. Das verspreche ich euch. Das ist auch ein wunderbares Produkt, Leute. Das Sprühöl. 2 Kalorien pro Spritzer. Gibt's mit Geschmack, gibt's ohne Geschmack. Und irgendwie kann man, glaube ich, sogar auch sparen. Da kannst du sparen. Ja. An Kalorien. Ja, und wo noch? Nee, wie kann man noch sparen? Was? Wie kann man noch sparen, wenn man dieses Produkt kaufen möchte? Ganz einfach. Rabattcode Charo für den maximalen Rabatt, Leute. Und wo kann man dann überall einkaufen? Bei fitmarkt.de und natürlich ESN. Wisst ihr Bescheid? Schaut auf jeden Fall da vorbei, Leute. Jetzt hast du mich, ne? Jetzt hab ich dich. Jetzt hast du mich. Die ist wirklich sehr smooth. Wie erwartet von einem Ex-Bodybuilder. Da ist gut gekocht. Ja, da muss er drauf haben, ey. Da drinnen wartet jetzt auch ein Kassel-Mika auf uns. Ach Gott. Ja, Mann. Wer hat nicht bezahlt? Ach, da gibt es noch einige, die noch eine Rechnung offen haben. Ja, ja. Da kannst du mal rücken, was ich will. Ja, ja, dafür bin ich ruhig, ne? Dafür bist du ruhig. Das sind die Tricks, mit denen die Influencer arbeiten. Ja, Mann, das ist so unser Filter. Kommst du auch manchmal zum Rückenrasieren hier hin? Nee, nee. Mika ist der rasiert. Das ist ein Schwert da oben. Sag doch hier, seine billige China-Ware hier. Was für eine Maschine hast du gewählt? Verlangt er 6.000 Euro. 6.750 Euro kostet diese Haarentfernung.
Einmal Brustrasur mit Übergang. Macht die Brustwarzen auf null. Das ist wirklich eine Leistung, die ihr hier anbietet? Ja, klar. Ich schneide richtig, wenn ich mit der Maschine so runtergehe, die Wölbung hier. Guck mal, hier. Aber hier macht Übergang rein, oder Arme weg. Ja, die Haare wieder da. Testo Curl. So, das 19 Jahre Knast-Team. 19 Jahre Knast, hier. 7, 5. Ach, ne? Kurwa. Scheiße. Ich auch Cola vorm Training. Komm, ich hab was anderes. Trinken wir gleich. Komm. So, Friends, für ein permanent hohes Energielevel. Hier, Crank Focus Pro, gebe ich mir Antimüdigkeitseffekt. Bismillah und rein damit. Lecker im Kirschgeschmack. Ach, nice. Komm, Mika. Fokus, ne? Fokus. Die ballern, ne? Ja, so, so. Gibt morgen Muskelkater. Gibt's nix, Bruder. Gibt's nix? Gibt's nix. Oh, shit. So, wie ist Training mit einem Trainingspartner? Ja, motivierend, ne? Ja. Also gut, dass die Jungs mitgekommen sind. Ja. Heute hätte ich nicht mehr viel gerissen. Eine also nicht Momente, mehr um diese Uhrzeit. Trainingspartner eine gute Entscheidung ist. Ja, ja, ja. Dennoch bin ich kein Fan davon. Breiter als der Disco. Oh, shit. Alter. So, 3, 4. Jawoll. Der guckt, setzt direkt um. So, wir haben ja hier mit euch dreien einige Jahre Knast zusammen. Ja, der dritte, der ist ja da hinten. Da ist er. Manfred. Der zieht durch. Ja, ja, der zieht durch. Was sind so für euch beide die lehrreichsten und erkenntnisreichsten Lektionen aus eurer Knastzeit? Ja, da merkst du erstmal alles. Die harten Rambos, die hier auf der Straße sind, was das eigentlich für weiche Muschis sind. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Die größten Heulsusen. 98% da drinnen, die hier auf, hart auf der Straße machen, sind da drinnen ganz weiche Männer. Da stimme ich 100% dem Bruder hier zu. Mhm. Das sehe ich 100% genauso. Das ist auch der Grund, warum der ein oder andere Endstrafe sitzen muss. Und der andere, kriegt 2/3 mit Pizza, ne? Mit offenen Portionen. Wann bist du reingegangen und warum? Das ist eine sehr lange Geschichte. Mhm. Kurzfassung, wenn möglich ist. Ich kam mit 2017 kam ich rein, bis 2022. Wie alt warst du, als du reingekommen bist? 17. 17? Wie ich kam mit 22 wieder raus. Mhm. Wenn du jetzt überlegst, mit 17, das sind ja so eigentlich so Blütejahre für einen Jugendlichen. Wie nimmst du das auf, wenn du jetzt so reflektierst, so früh reingegangen zu sein? Es gibt immer Schicksalsschläge im Leben. Den einen oder anderen geht's gut. Der eine oder andere halt erlebt einen ekligen Schicksal. Ja. Ich bin jetzt 24 geworden. 24. Auf 5 nach 5. Wenn du jetzt reflektierst, was waren so Lektionen für dich, die du im Gefängnis gelernt hast? Da drin redet man von Resozialisierung. Das ist auch ein Wort, den ich da drin leider nur gelernt habe. Aber dort herrscht keine Resozialisierung. Ich sperre dich ein und scheiß nach dich. Was hättest du gewünscht? Wie hätte man besser mit jemandem umgehen können? Auf jeden Fall mehr mit Herz und die sollen ihre Arbeit machen, weißt du? Die wollen einfach nur deine Zelle haben und gut ist. Was hast du für einen Fehler begangen? Dazu will ich dich äußern. Kein Kommentar dafür. Okay. Was denkst du, hat dir überhaupt geholfen, die Zeit dort zu überstehen? Islam, Religion zu meinem Gott. Ich hatte 2,5 Jahre Sicherheitsmaßnahmen. Ich war 2,5 Jahre nur isoliert. Knete ich jetzt die Köfte mit schön pürierte Petersilie und Zwiebel auf schön mageres Rindertatar. Ich zeig dir jetzt, wie man richtig schön Köfte damit macht. Einfach, du brauchst hier so einen Sandwich-Maker, die geilen Protein-Wolves von More Nutrition. So. Boah, geil. Das schneiden wir ja zu machen. Ein bisschen Geduld brauchen wir noch. Boah. Geil. Da jetzt frischen Skyr reinmachen mit Gurke. So auf Tzatziki-Basis. Sehr geil. Der Koch ist nicht nur fleißig im Gym, sondern auch hier in der Küche. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal.